Die Wissenschaft des Ich weiß schon. In einem Land lebten zwei Prinzen, die waren Brüder. Ihr Vater, der alte Herrscher, war gerade gestorben. Zum neuen Herrscher hatte das Volk den älteren Prinzen gewählt, denn er war großherzig und wusste, wie man gut regiert. Obwohl der Herrscher bereits mehr Kenntnis und Wissen besaß als seine Minister und Gehilfen, fühlte er sich von seinem Wissen noch nicht befriedigt. Aus diesem Grund begab er sich zu seinem berühmten Ulama mit der Absicht, noch mehr Kenntnis und Wissen zu erwerben. Doch der Ulama wusste, dass der Herrscher ein Mensch von Weisheit und Verstand war und bereits über ausreichend Wissen, Kenntnis und Regierungskunst verfügte. Der Herrscher sprach: Ich will von euch lernen, Pak Ulama. Welche Wissenschaft wollt ihr, mein Herrscher, lernen? Antwortete der Ulama. Alle Wissensarten, die ihr kennt, Ulama. Der Ulama erklärte, dass alle Wissenschaften, die er verstehe, auch dem Herrscher bekannt seien. Doch der Herrscher glaubte ihm nicht und drängte weiter. Schließlich sagte der Ulama, die einzige Wissenschaft, die noch übrig bleibe, bestehe allein aus den drei Wörtern Ich weiß schon. Diese drei Wörter müsse der Herrscher gut im Gedächtnis behalten für den Fall, dass er einmal einer schwierigen Situation begegne. Der jüngere Bruder des Herrschers war sehr neidisch, dass sein Bruder den Herrschaft gewonnen hatte. In seinem Herzen entstand der Plan, seinen älteren Bruder zu töten und an seiner Stelle Herrscher zu werden. Da ging er zum Hofbarbier und die beiden schmiedeten einen bösen Plan, um den Herrscher beim Haareschneiden zu töten. Der jüngere Bruder sagte zu dem Barbier: Wenn übermorgen der Herrscher zum Haarschneiden kommt, dann schlag seinen Kopf ab. Ich werde dich dafür zu meinem Gehilfen machen, denn es steht bereits fest, dass ich dein Herrscher werde. Schließlich kam der Herrscher zum Haareschneiden zu dem Barbier, der mit seinem jüngeren Bruder Pläne geschmiedet hatte, ihn zu töten. Der Barbier wollte seinen Plan ausführen. Heimlich versuchte er, nach dem Schwert zu greifen, das er von Anfang an bereitgelegt hatte. Doch der Herrscher konnte es im Spiegel vor sich sehen. Schnell erinnerte er sich der Wissenschaft, die es vom Ulama gelehrt hatte, und sprach: Ich weiß schon. Als der Barbier die Worte des Herrschers hörte, geriet er in Furcht, denn der Herrscher schien von seinem Geheimnis zu wissen, und unterwürfig sagte er: Gnade, Herr, Gnade, Herr! Und er berichtete von dem gemeinen Plan, den der Bruder des Herrschers geschmiedet hatte. Der Herrscher ließ seinen Bruder rechtmäßig köpfen und warf den Barbier ins Gefängnis.